Hallo und äh, herzlich willkommen zu unserer neuen Reihe Ghosty Programmiert. In der, wer hätte es gedacht, äh, ich, also Ghosty, was programmiert. Wie ihr am Titel schon äh, erkennen konntet, äh, werden wir einen Bybit-Connector in unserer ersten Staffel sozusagen äh, programmieren. Ich ähm, werde auch gleich äh, erklären, was äh, eigentlich ein Connector ist. Aber vorher möchte ich noch ein paar generelle Anmerkungen, weil das eben das erste Video ist, äh, machen. Ähm, wir haben vor, hier in regelmäßigen Abständen diese Videos hochzuladen. Ich sage mal, geplant ist jetzt, dass wir das wöchentlich schaffen. Immer zur gleichen Zeit äh, als YouTube-Premiere oder so. Jedenfalls ähm, wollen wir diese Videos ähm, in Generation Z Attention Span kompatible Längen gestalten, also sprich 10, 15 oder maximal 20 Minuten. Und in jedem dieser Videos wird dann eine andere Komponente äh, entwickelt. Wenn man die Videos äh, am Stück schaut, dann, ähm, wir werden dort wahrscheinlich eine Playlist einrichten, dann bekommt man im Prinzip alles mit, was ich getan habe, damit dieses Projekt, also das entsprechende Projekt, ähm, äh, ans Laufen kommt. Es kann sein, dass... Diese Staffeln, also wie gesagt, die erste Staffel ist jetzt der Bybit-Connector, eben nicht alle ähm, Komponenten enthalten, aber ich werde immer so viel erklären, dass eigentlich äh, klar wird, wie man dann weitermachen kann. Das heißt, ich werde die komplizierten Sachen entsprechend ähm, erklären und ja, voraussetzungen hierfür wären schon dass man bereits eine programmiersprache programmieren kann, optimalerweise eine objektorientierte programmiersprache, und noch optimalererweise eine die eben sehr ähnlich zu c sharp ist, also zum beispiel c++ oder java. aber ich denke auch anfänger können bei diesen videos einiges lernen. ich werde alle dinge, die ähm, nicht, also die über, Anfängerniveau hinausgehen erklären. Also ich werde auch erklären, warum ich äh, welche Entscheidung zum Beispiel treffe oder warum ich mich für eine bestimmte Technologie entscheide. Ich schätze mal, dass wir für all diese Projekte, die ähm, wir hier noch gemeinsam machen werden, grundsätzlich alles mit der Hand am Arm selbst entwickeln und äh, wenn dann nur aus Komponenten aus dem .NET-Framework äh, zurückgreifen. Es kann aber auch sein, dass wir ähm, fremde Bibliotheken verwenden. Also nur, dass ihr schon mal so eine Vorahnung habt, ähm, wie die Sache hier ungefähr ablaufen wird. Gut. Ähm, ja, dann äh, lasst uns mal einsteigen. Ich starte mal Visual Studio, das jetzt auf dem falschen Monitor aufgeht. Zack, so. Ähm. Also wir wählen hier ein neues Projekt erstellen. Ähm, falls ihr das selbst mitentwickeln wollt, äh, ihr könnt euch einfach Visual Studio von Microsoft runterladen. Es äh, kann sein, dass eine Registrierung in der Form notwendig ist, dass die halt eure E-Mail-Adresse bekommen. Aber genau, das, soll's es dann, das sollte es dann gewesen sein. Ähm, hier müssen wir uns äh, einmal überlegen, äh, wo wir das hinspeichern wollen. Also, ähm, ich habe zwar am Anfang gesagt, dass man am besten schon irgendwie C-Sharp äh, oder eine ähnliche Programmiersprache programmieren kann, aber für alle Leute, die jetzt äh, von einer anderen ähm, Programmiersprache oder vielleicht auch nur von einer anderen IDE kommen, werde ich natürlich hier äh, die Sachen schon erklären und ähm, also erklären, was man für das erste Setup, damit ihr einen möglichst leichten Start habt, äh, hier eben auswählen muss. Wir müssen uns hier für einen Projektnamen entscheiden. Eigentlich würde man hier jetzt zum Beispiel Bybit Connector eingeben, aber unser, also das Projekt, wofür ich das hier nachher auch verwenden möchte, wird etwas größer. Deshalb nenne ich es The Machine Engine. So ein Projekt gibt es eigentlich schon und ich habe auch dazu schon ein YouTube-Video gemacht, ähm, was äh, meine Version davon äh, kann. Wir ähm, programmieren das jetzt aber from scratch neu und natürlich mit ein paar weniger Funktionen als die Bibliothek, die ich hier schon mal entwickelt habe und die wir auch intern bei Bitblock Art nutzen. So, der Name der Projektmappe ist jetzt der Machine Engine. Dann nenne ich dieses Projekt doch eher, ähm, ja, hier, hier, hier fängt vielleicht schon ein Problem an. Ähm, ich schlage vor, also das, ihr werdet gleich sehen, warum, und wahrscheinlich wird unser erstes Video auch nur darin bestehen, dass wir halt ein Setup machen davon äh, also von unserer Entwicklungsumgebung und von dem Projekt, aber wir müssen uns hier schon überlegen, wie wir das Projekt äh, nennen. Also und, und jetzt habe ich es euch natürlich vielleicht schon falsch beigebracht, nämlich ähm, ihr äh, habt jetzt gelernt, dass das erste ist, was man macht, einfach ein Projekt in Visual Studio anlegen. Aber optimalerweise schauen wir uns überhaupt erst mal an ähm, um, um was es eigentlich geht, also was wir implementieren wollen. Dazu vielleicht kurz noch die Erklärung. Also ein sogenannter Connector ist in der Regel eine Bibliothek. Also eine Bibliothek ist im Prinzip eine ähm, Sammlung von APIs oder von, von ja, ist, nennen wir es einfach mal APIs. Also im Prinzip eine äh, Sammlung von Binärcode. Oder bei manchen Programmiersprachen auch nicht von Binärcode, aber in diesem Fall jetzt also eine .NET Assembly, äh, bei der man Funktionen benutzen kann in seinem eigenen Programm. Und wir wollen jetzt so eine Bibliothek programmieren, die uns praktisch den Zugriff auf Bybit ermöglicht, ohne dass wir manuell die ganzen Web-APs äh, aufrufen müssen. Sprich, unser Connector ist eine API, mit der wir, also eine ähm, Bibliothek, mit der wir nachher die API von Bybit ansteuern werden. Der ähm, die, ähm, das, also das Erste, was wir jetzt äh, am besten tun, oder was man eigentlich grundsätzlich tun sollte, bevor man mit einem Projekt startet, ist, man informiert sich erstmal, wie schaut eigentlich. Äh, naja, wie, wie schauen die Randbedingungen aus? Dazu ist ein ganz guter Tipp, dass wir erst einfach mal in Google gehen und jetzt ähm, eintippen ByBit API. So, dann bekommen wir ByBit, äh, die offensichtlich Werbung hier schalten. Und ähm, hier ähm, haben wir GitHub Pages, ByBit API. Nie übersetzen, bitte. So, äh, hier sind wir in der API-Dokumentation offensichtlich von ähm, Bybit. Und ähm, hier können wir jetzt das Changelog durchschauen. Wenn wir hier weiter runter scrollen, kommt irgendwann eine Erklärung, wie Authentication funktioniert. Und dann gibt es äh, Market-Data-Endpoints. Äh, und Account Data Endpoints, wo wir verschiedenste Sachen ähm, offensichtlich machen können. Und so weiter. Was ähm, wir hier noch sehen ist, dass wir hier oben einen Reiter haben, der heißt Inverse Perpetual. Und hier the next, also daneben gibt es noch USDT Perpetual. Und äh, ein weiter gibt es noch Inverse Futures. Und dann gibt es noch Spot Market Testnet. Das ist jetzt eine Funktion, die äh, in Zukunft dann ähm, irgendwann kommt, wenn Bybit sein Spot Market ähm, aktiviert hat. Es kann also sein, dass ihr das Video schaut, wenn hier nicht mehr dran steht Testnet und es halt mittlerweile live ist. Ähm, diese Reiter hier oben. Geben einem äh, sehr stark das Gefühl, dass es sich in Wirklichkeit um äh, verschiedene APIs handelt. Jetzt ähm, kann man hier vielleicht mal durchklicken und oder man kann im, im äh, entsprechenden Channel fragen, auf Telegram zum Beispiel, dort gibt es Support und so weiter und so fort. Ähm, der Punkt ist, es ist tatsächlich so, dass ähm, das Bybit hier verschiedene APIs hat. Ich habe jetzt, ähm, hab jetzt gehofft, dass man das äh, direkt äh, irgendwo sieht, aber das ist eben nicht so. Ähm, vielleicht mal kurz gucken, ob wir hier noch schnell äh, einen Unterschied äh, gesagt bekommen. ja also wir sehen hier zum beispiel wenn wir hier nachher einen http request machen dann ist das verzeichnis äh, public linear und dann zum beispiel kline also query k -Line. Ähm, query kline ist das ähm, Queryen der candles auf dieser api und wenn ich jetzt query kline ähm, suche dann steht hier v2 public kline line Während es, hier, während es hier Public Linear K-Line ist. So, das heißt, wir merken schon anhand von der API, dass diese leider völlig unterschiedlich funktionieren. Wenn wir hier jetzt mal auf Bybit gehen, dann sehen wir auch, dass wenn wir hier auf Trade gehen, dann bekommen wir hier Inverse Perpetual und dort bekommen wir vier äh, Wertepaare. Und wenn wir dann auf USDT Perpetual, das ist das, was bei der API das linear war, bekommen wir andere ähm, Wertepaare. Und hier sehen wir auch alle, die sind grundsätzlich zu USDT. Das heißt, hier handelt man gegen USDT. Und hier handelt man äh, in der Währung, die hier angegeben ist. Deswegen ist es für Bybit auch sehr viel einfacher, USDT-Wertepaare -US hinzuzufügen, weil ähm, die dafür praktisch nur eine Quelle brauchen, was denn der Referenzpreis sein soll, aber ähm, keine weiteren Coins oder Netzwerke unterstützen müssen. Zum Beispiel kann man auf Bybit kein Doge laden, man kann kein Sus Sushi, Aave, was. XM, XRP und so weiter äh, laden. Sondern es gehen nur, okay, XRP kann man drauf laden, mein Fehler, <laughs> sondern es gehen eben nur diese vier Wer also diese vier Kryptowährungen plus USDT, also BTC, ETH, EOS, XRP. So. Das ähm, Problem ist jetzt also, dass wir uns hier für eine API entscheiden müssen, welche wir denn nachher unterstützen wollen. Und äh, wir nehmen hier jetzt als erstes einfach mal diese Inverse Perpetual API, weil das oftmals der erste Einstieg ist. Also auch sehr viele Bots, die man hat, die unterstützen, also für Bybit zum Beispiel, die unterstützen in ihrer ersten Version meistens diese vier, weil es ist, ich weiß nicht, es ist hier die erste API, die man sieht. Okay. Das bedeutet aber für unser Projekt, dass wir hier einen äh, entsprechenden Namen ähm, brauchen, also das hier heißt wohl inverse, das hier heißt linear und das heißt inverse futures okay also würde ich hier einfach ähm, sagen dass die bybit also das projektname muss bybit ap und dann inverse heißen Weil wir leiten jetzt diesen Namen ab. Und ähm, also es gibt, es gibt Gründe, warum ich hier zwei APIs draus mache. Diese Funktionalität dieser Börsen hier sind auch signifikant unterschiedlich. Zum Beispiel ist es bei diesen Wertepaaren, es könnte sein, dass sich das natürlich in Zukunft ändert, aber bei diesen Wertenpaare hier ist es so, dass wir nur eine Order öffnen können. Das heißt, wenn wir jetzt zum Beispiel eine Long geöffnet haben, und dann öffnen wir weiter oben eine Short, die nur halb so groß ist. Dann wird unsere Long reduziert auf die Hälfte. Bei diesen APIs ist es, ups, bei dieser API hier ist es, also bei diesen Wertepaaren ist es zum Beispiel möglich, dass man zeitgleich zwei, ähm, dass man zeitgleich zwei ähm, Orders offen hat. Das heißt, die API muss auch schon ganz anders funktionieren. Ähm, es ist zum Beispiel so, hier bekommt man grundsätzlich nur eine Position, auf der man dann zum Beispiel auch den Hebel ändern kann. Und hier hat man natürlich zwei Positionen, denn man kann auch einen unterschiedlichen Hebel einstellen für Long und Short und so weiter. Ähm, genau. Äh, wir beginnen also zuerst mit der Inverse Perpetual RP. Jetzt habe ich euch hoffentlich äh, ausreichend die äh, Unterschiede erklärt. Und ähm, deshalb, deshalb äh, nenne ich das Projekt Bybit-API-Inverse und das nenne ich wieder die Machine Engine. Und ähm, ja, dann erstellen wir mal dieses Projekt. Äh, jetzt ist die Frage, welches Ziel Framework nehmen wir? Ähm, es gibt hier .NET Standard 2,0 und 2,1 und es gibt .NET 5,0. Dazu muss man verstehen, dass es früher möglich war, ähm, also was heißt früher, das gibt es immer noch, aber wir haben hier jetzt halt äh, ein .NET Core oder .NET ähm, Projekt ausgewählt und kein .NET Framework Projekt, was etwas anderes ist. Es gibt nämlich historisch das .NET Framework. Ähm, mit der Version 1 und 1,1, mit der Version 2, mit der Version 3, 3,5, 4 und dann ganz viele mit 4. Und äh, dazu hat man dann später, so vor fünf Jahren oder so, damit begonnen, .NET Core in der Version 1,0 zu entwickeln, dann 1,1, 1,2 bis 1,7 oder 8. Dann kam irgendwann .NET Core 2.0, 2.1, 2.2, 3.0, 3.1 und kein 4. Man hat sich dann danach entschieden, nach diesem .NET Core 3.1 auf .NET 5 zu gehen und auch das alte .NET Framework irgendwann durch .NET 5 zu ersetzen. Hat natürlich zu viel Confusion geführt, sage ich mal, weil ähm, diese .NET-Frameworks also sehr durchmischt sind. Man hat sich jetzt dagegen entschieden, noch ein .NET Core 4 zu machen, ganz einfach damit ähm, dieses nicht mit dem Framework kollidiert. Deswegen ist die nächste .NET-Version auch 5. So, damit ganz klar ist, dieses .NET 5.0 oder 5.0 ist der Successor aus dem .NET-Framework und aus .NET Core. Ähm, damit man Bibliotheken machen konnte, die kompatibel sind zu .NET, ähm, zu .NET Core, aber auch zu dem .NET Framework, gab es diesen .NET Standard 2.0. Später mal gab es dann auch noch, oder gibt es jetzt auch noch diesen .NET Standard 2.1, der dann aber sogenannte SPANS unterstützt, sprich das klassische .NET Framework unterstützt diese Technologie der SPANS nicht. Ähm, ja, ich erkläre jetzt nicht, was SPAN ist, aber ihr könnt es ja googeln, falls es euch interessiert. Schreibt mal S und ähm, auch noch weitere Technologie wurde nicht unterstützt vom klassischen .NET-Framework, weil es einfach viel zu viel Aufwand war für Microsoft, dass sie das äh, im Prinzip kompatibel ähm, gemacht hätten zu all den neuen äh, Entwicklungen, die es halt in .NET Core gab oder gibt. Okay. Ähm. Diese .Net standards machen immer noch Sinn und diesen .NET-Standard 2.1 gibt es auch deswegen, weil es viel mehr Plattformen als .NET Core und .NET gibt. Es gibt zum Beispiel auch Xamarin für mobile Entwicklung. Es gibt auch Mono, Mono Game und Mono Develop und auch Unity. Also da drin sind sehr viele Spiele, die ihr auf Steam kaufen könnt und so weiter, ähm, entwickelt, die aber äh, sehr lange auf äh, Mono liefen und ähm, Dafür gibt es eben auch einen unterschiedlichen äh, Implementationsset, Also das heißt, diese ganzen unterschiedlichen Frameworks können halt unterschiedlich viele Sachen und .NET Standard hat halt versucht, diese entsprechend zusammenzufassen. Ähm, das ist jetzt eine ziemlich äh, bolde Behauptung, aber .NET 5.0 wird der de facto Standard, genauso wie dann Ende 2021 irgendwann 6.0 kommt. Und ähm, alle anderen Projekte werden sich an dieses Set an Features äh, anpassen. Und deswegen gab es für Microsoft jetzt noch keinen Grund, nicht Standard 2.2 oder vielleicht auch 3.0 zu entwerfen. Ähm. Falls die wieder die Kompatibilität zu der Technologie so arg bricken, kann es natürlich sein, dass in Zukunft wieder mal .NET-Standard kommt. Aber im Prinzip für komplett neue Projekte oder wenn ihr halt Bibliotheken macht, die überhaupt nicht eingesetzt werden müssen auf älteren Frameworks, dann würde ich euch raten, hier .NET 5.0 zu wählen. .NET 5.0 ähm, bietet nämlich auch einige Features mehr. Oh, ich sehe schon, wir ähm, kommen äh, gar nicht äh, dazu, in der angekündigten Attention Span für Generation Z-Zuschauer äh, dieses Video jetzt schon fertig zu machen, denn wir haben ja noch nicht mal das Projekt erstellt. Aber ich denke, ähm, so ein bisschen Zusatzinformation, äh, oh, jetzt geht es schon wieder auf den falschen Bildschirm auf, so ein bisschen Zusatzinformation ähm, ähm, hil hilft, glaube ich. Ähm, ja, ich denke, ähm, wir machen hier mal eine Hauptklasse rein, die heißt einfach äh, Bit Inverse. Also, ich habe die jetzt von Class 1 umbenannt in Bit Inverse. So, das ähm, nächste wäre, dass wir in der Projektmappe noch ein Projekt äh, anlegen. Und äh, dieses äh, Projekt ähm, wird jetzt eine Konsolenanwendung. Dafür ähm, wählen wir jetzt den Namen Development. Also so mache ich das jedenfalls immer. Und äh, wählen wieder .Net ähm, 5.0 aus einfach überall das gleiche Ökosystem sozusagen. Und äh, jetzt machen wir dieses Projekt auch zum Startprojekt. Zack. Ähm, wenn wir dieses Projekt jetzt ausführen, also ich sage einfach mal ausführen hier, dann äh, bekommen wir jetzt das Konsolenfenster und was wir sehen ist, dass hier Hello World steht. Das heißt, ähm, unser, ähm, unser Projekt in Anführungsstrichen tut es, macht nämlich genau diese Zeile, die hier eben das Hello World ausgibt. Jetzt ähm, müssen wir mal äh, danach gucken, dass diese beiden Projekte auch in irgendeiner Form miteinander arbeiten. Ähm, so, ich werde jetzt bei Development, also vielleicht nur kurz zur Erklärung, warum habe ich jetzt dieses Development-Projekt hier gemacht. Ähm, dieses Development Projekt ist, Development heißt übersetzt auf Deutsch äh, Entwicklung, <laughs> dieses ähm, oder entwickeln. Ähm, dieses ähm, Development Projekt ist sozusagen mein Testprojekt, mit dem ich ähm, versuche, während der Entwicklung diese ganzen äh, Bybit API Inverse Aufrufe, die wir dort rein programmieren werden. Äh, entsprechend ähm, ja in der in dem indem ich halt versuche diese dort zu testen und ähm, dafür müssen wir jetzt eine äh, abhängigkeit hinzufügen einen sogenannten projektverweis und dort wählen wir einfach bybit api inverse aus das heißt jetzt damit wir hier eine abhängigkeit haben zu diesem bei bit api inverse projekt was wir ja hier oben haben und jetzt werden wir in dem Bybit-API-Inverse-Projekt in dieser Bybit-Inverse-Klasse einfach eine, eine Public-Static-Methode machen. Das bedeutet sozusagen, dass diese Methode äh, von außen sichtbar ist, genauso wie diese Public-Class-Bybit-Inverse. Und ähm, diese Methode nennen wir jetzt äh, SayHello. Und jetzt schreiben wir da rein. Hallo. Dies ist unser Code aus dem anderen Projekt. Und in diesem Programm habe ich jetzt schon dieses, ähm, Hello, ähm, dieses äh, Hello World weggemacht. Und jetzt sage ich einfach, ähm, dass ich bei Bit Inverse aufrufen will. Ich schreibe hier einfach rein Bybit Inverse, dann sage ich hier Rechtsklick, Schnellaktion Refactorings und dann Using Bybit API Inverse. Und dann sage ich Punkt und Say Hello und Klammer auf, Klammer zu und Semikolon. Jetzt wird also diese Methode hier aufgerufen und wenn es jetzt keinen Fehler gibt, sondern dieser Text ähm, hier kommt, bedeutet es, das, dass wir aus Development heraus es ist echt nervig, dass er mit nur einem Klick dann die Projektdatei öffnet. Also aus diesem Development-Projekt ruft er das Bybit-API-Inverse-Projekt auf. Und alle Methoden, die wir jetzt hier reinschreiben, können wir also aus dem Development-Projekt einfach durch ähm, diese Schreibweise hier aufrufen. Ähm, er erkennt dieses Bybit-Inverse jetzt nur, weil dieser Using... Ähm, dieses Using-Statement hier hinzugefügt wurde, weil dieses Bybit Inverse hier halt noch in einem Namespace ist. Kann übrigens sein, dass wir dann in der nächsten Version diesen Namespace ändern oder vielleicht auch noch in dieser in dieser nicht-Version-Episode. Gut, führen wir das mal aus und schauen mal, was passiert. So, also hier steht es, unser Code. Hallo, dies ist unser Code aus dem anderen Projekt. Sehr gut. Ähm, später, also mal angenommen, ihr hättet vor, dass ihr euren äh, Bybit api Inverse Connector, dass ihr den, ähm, ähm, ja, dass ihr den ähm, releasen wollt, dann ist es natürlich so, dass ihr das ohne dieses Development Projekt macht. Und in dem Fall solltet ihr auch die Projekteigenschaften äh, korrekt einstellen. Das geht nämlich bei äh, Paket hier und dort könnt ihr einfach sagen, wie das dann heißen soll, welche Version es denn ist. Da können wir einfach mal 0001 reinschreiben. Dann könnt ihr sagen, wer ist der Autor. Dann könnt ihr sagen, für welches Unternehmen ist es. Herr Gott, dann drücken wir das hier halt weg. Dann ist diese Bar hier hoffentlich nicht mehr so nervig. So, das Unternehmen ist dann Bitblock Art und das Produkt ist ähm, bei Bit Inverse. Und ähm, ja, hier könnte man es dann noch beschreiben äh, und so weiter. Das, ähm, das mache ich jetzt äh, nicht. Wollen wir, nee, wollen wir auch nicht. Gott. Eine ähm, Sache gibt es noch. Hier, das hier ist der Assembly Name und das hier ist der Standard Namespace. Und der Standard Namespace ist das, was andere Leute in ihrem Programm, wenn sie das extern ähm, nutzen wollen, hier als Using reinschreiben müssen. Und äh, dort wird es so sein, dass ich mir jetzt zwischen dem und dem nächsten Video überlegen werde, äh, welchen Namespace wir nutzen oder wie ich das strukturieren möchte. Und dann, ähm, ja, dann würde ich mal sagen, sehen wir uns im nächsten Video, bei dem ich dann äh, weitere Dinge erklären werde. Vielen Dank.